Liebe Zuschauer, willkommen im Landtag zur letzten Sitzung vor der Sommerpause. Plenum TV beginnt heute mit einem sehr wichtigen Thema, das sogar eine eigene parlamentarische Kommission bekommen soll. Eine Kinderkommission. Und die soll sich um die Belange der Kleinen kümmern. Doch braucht es diese Kommission wirklich? Und was soll dieses Gremium leisten? Die Kinderkommission soll praktisch die Interessenvertretung der Kinder im Landtag sein. Und wir haben das bewusst fraktionsübergreifend. Jeweils ein Mitglied jeder Landtagsfraktion ist in dieser Kommission gestaltet. Und da werden eben alle Dinge von der Kinderbetreuung in den Krippen angefangen bis zu den Schulen natürlich und Hochschulen hier mit eine Rolle spielen, aber selbstverständlich auch viele andere Dinge im sozialen Bereich, Jugendhilfe etc. Ich denke, man kann hier interfraktionell etwas erreichen. Es geht weniger um Parteipolitik. Und das ist beim Thema Kinder auch sinnvoll und richtig. Denn ich bin überzeugt davon, dass wir in sensiblen gesellschaftspolitischen Fragen mehr miteinander als gegeneinander arbeiten müssen. Von dem her begrüße ich die Kommission. Zu einem anderen Thema. Und da brennt es unter den Nägeln. Wie kann Bayern der Flut an Asylbewerbern und Flüchtlingen Herr werden? Und warum verweigern viele Landkreise die Unterbringung? Das wollten wir wissen. Tatsache ist, dass wir sehr, sehr viel mehr Asylbewerber in diesem Jahr bekommen werden als in den vergangenen Jahren. Wir rechnen mit 30.000 in diesem Jahr. Dafür braucht es zunächst einmal neue Erstaufnahmeeinrichtungen, wo die Bewerber registriert werden und dann eben verteilt werden auf die einzelnen Landkreise. Und da wird es natürlich bei manchen, wie beispielsweise den syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen, so sein, dass diese sehr lange bei uns im Land bleiben müssen und deswegen auch entsprechend ist die Notwendigkeit gegeben, für Quartier zu sorgen. Die Kommunen versuchen nach Kräften das Beste zu erreichen, aber die stoßen natürlich auch an Kapazitätsgrenzen. Wir meinen, dass neben der verstärkten Suche nach Aufnahmeeinrichtungen ganz wichtig ist, das Bundesamt für Migration personell zu verstärken. Das fordern wir seit Jahren, um die Asylverfahren auf 6 Monate zu begrenzen, damit die Menschen nach 6 Monaten wissen, darf ich bleiben, muss ich wieder gehen. Das verkürzt die Verweildauer und das verkürzt natürlich auch und erhöht natürlich auch die Kapazität in Aufnahmeeinrichtungen. Bislang gibt es nur in Zirndorf und in München sogenannte Ersteinrichtungen für Asylbewerber. In Planung sind allerdings weitere Standorte in allen bayerischen Bezirken. Und das war's von Plenum TV hier bei Allgäu TV.